stimmt, ist, dass die Chinesen Hunde essen? Ja, das stimmt. Was für unsere Eltern in den 70er und 80er Jahren Dr. Oetkers Fertigpizza war, ist für den Chinesen der Golden Retriever ohne Fell in Ziegenmilch gekocht. Und für den Gourmet ganz entscheidend. Bei Tollwut bitzelt der Golden Retriever auf der Zunge, als wenn man an einer 9-Volt-Block-Batterie lutscht. Die Automatisierung gefährdet 5 Millionen Jobs. Was heißt das? Die gute Nachricht zuerst. Für Friseure ändert sich nichts. Die schlechte Nachricht, wenn du von den folgenden 6 Aussagen mehr als 4 mit Ja beantworten kannst, dann hast du ein Problem. Erstens, du wohnst in Sindelfingen oder am Rhein. Zweitens, du fährst viel Transporter. Drittens, du hast den Mischgemüse-Newsletter nicht abonniert. Viertens, du bist schon jetzt arbeitslos. Fünftens, du benutzt das Internet nur, um billigen Spaß zu haben. Und sechstens, du bist nur durch reinen Zufall auf diesem Video gelandet. Droht ein Atomkrieg. Nein, denn es ist Sommer in deiner Stadt.